Servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, ich denke, der Teich kommt euch bekannt vor. Bin da wieder in Kanunter unterwegs. Möchte ein bisschen zur Donau schauen. Ja, und dadurch, dass es heute schon reichlich spät ist, also wir haben jetzt schon 14.30 Uhr, ja, da wird es bald finster werden, also dadurch nur ganz eine kleine Tour. Auch nur ganz ein kleines Gepäck. Heute ist einmal wieder der Itaka dabei. Ja, und ich sag, bevor es finster wird, gehen wir da raus. Ja, da wurde auch an die Tiere gedacht. Und hat sicher der Jäger so eine Hängerladung voll Zuckerrüben hergeführt, wo sie auch schon bedient worden ist, wie man sieht. Sehr schön. Ja, normal gehen wir da vorne über die Brücken um und runter zur Donau, aber wir bleiben heute da einmal beim Nebenarm und schaut einmal, wie schön grün das Wasser da ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das, was man da sieht, ist Brunnenschutzgebiet. Und da sind auch etliche solche Brunnen da. Na ja, klar. Da sollte man nichts von reinigen. Nein, 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 nicht. Ja, wenn es da so schaut, überall dieses Efeu auf die Bahn. Und schaut einmal drauf, wie viel Mispelzweigeln der hat. Das ist ja auch so ein Unkraut. Die Bahn da oben hängen bombvoll damit. Überall. Da drüben auch. Sieht man vielleicht nicht gut mit der Actioncam, aber das ist gewaltig. Zwei Schwäne im Wasser. Oh, denen bin ich so ziemlich egal. Ja, wie gesagt, ich habe heute auch gar nicht viel dabei. Wirklich nur ein ganz kleines Gepäck. Ich habe nicht mehr Taschenlampen mit. Und ja, notfalls habe ich das Handy dabei. Das Licht von denen reicht auch. Passt schon so. Wow. Ja, ist das geil, Freunde? Oder ist das geil? Extrem super. Ich stehe auf das. Karach und umgefallen. Ja, zum Glück nicht jetzt, aber alt ist die Bruchstelle auch noch nicht sehr. Ja, so wie es ausschaut, fängt es zum Ring an. Ja, da unten sind wieder ein paar Schwäne. Ja, da sind mehrere. Da drüben sind wir. Drüben sind noch welche. Ja, und in der Zwischenzeit rennt es ein bisschen stärker. Wie ich da zugegangen bin, habe ich was krachen gehört. Ich meine, der liegt da jetzt schon. Aber es könnte sein, dass da jetzt noch ein Stückchen mehr nachgegeben hat. Es hat sich nach einem Krächzen von einem Baum angehört. Obwohl er dort eigentlich schon gut verkeilt ist um. Naja, da liegt ja noch ein Boot von der Via Donau. Ja, zurück wieder. Aus dem Gatsch. Extrem gatschig da. Aber trotzdem so schön. Und so ruhig. Ah, da ist er gar nicht zurückgefahren. Galatsch. Ah, da drüben eine schöne Insel. Wieder ein paar Schwäne. Die gibt es ja da wie Sand am Meer bald. Schön, zum Ringen hat es auch wieder aufgehört, bin ich froh. Ja, den übersieht man nicht. Ja, da ist jetzt der nächste Übergang.
wirklich sehr schön aus mit dem Eis drauf. Teilweise ist das schon super. Und auch da herum echt gigantisch. Macht sich sehr gut. Ja, da darf gar nicht so viel Wasser sein. Zumindest nicht so hoch, dass das da drüber rinnt. Dahinter ein paar Fischerboot. Weil da ist nämlich alles trocken herin. So, aber jetzt suchen wir uns schon langsam einen Platz. Weil es wird halber vier und es wird bald finster. Und ich brauche noch ein Käffchen. Ja, nicht Schlimmes. Ich glaube, da war ich schon einmal. Ich meine nicht, dass das da so umgerum ist, das stört mich weniger, weil für Wildschweine habe ich keine Angst. Aber ich glaube, da hinten im Gebüsch ist so ein Seilbrücken. Das Einzige, wie man da umkommt. Shit, da bin ich damals schon nicht umgekommen. Jawohl. Das schaut so aus, das ist die. Ah, die Idee von der Brücke ist ja gewaltig. Taugt mir ja. Aber leider nichts für mich. Da bin ich glaube ich um 20 oder so alt. Noch Schädels. Aber schön gemacht ist trotzdem. Ja, natürlich weiß ich auch nicht, ob ich da drüben in irgendeinem Garten bei irgendwie rausgekommen ist. Also das riskiere ich sowieso nicht. Da gehe ich lieber den Weg wieder zurück. Da drüben gerade schon die ganze Zeit an. Der war verdammt spät dran. Oder zu früh. Ein Todel. Ja, da drüben ist er, wie sind gleich die Häuser. Und da ist ein Futterstell. Da gehen wir aber nicht weiter. Ja, auf alle Fälle gehe ich jetzt ein bisschen querfeld ein. Jetzt suchen wir ein Platzl für ein Käfchen. Das muss drin sein. Ja, irgendein Stamm da hinten sehe ich schon, werde ich schon finden. Wollen wir es ein bisschen gemütlich machen. Ja, ich glaube, der passt da schon. Das wird eher mehr Stehpartie. Das ist okay da. Den nehmen wir. Ja, ich würde sagen, das passt da. Ist okay da. Ja, jetzt richte ich mich alles hinterher. Machen wir schön gemütlich. Bis gleich. Ja, heute gibt es einmal einen Ratsfahrtskaffee. Und das Ganze ein PCB. Ja, wie gesagt, habe heute wirklich nur Minimalausrüstung dabei. Und ja, Wind geht sowieso keiner, reicht mir eins. Und diese Fire Dragon, die entflammen eh super. Sind optimal eigentlich für so Kleinigkeiten. Irgendwie sollte da halbwegs gerade stehen. Ah ja, geht schon so. Mehr wie umfallen kann es nicht. Und so schaut es nicht so schlecht aus. Ja, so einen löslichen Kaffee eine, nachher wenn das Wasser warm ist und passt. Ja, im Augenblick ist 10 vor 4, also es wird wahrscheinlich bald finster werden. Heißt dann ein bisschen angasen. Ja, wie gesagt, die Handylampen habe ich notfalls dabei. Vom Handy der Taschenlampen. Und ja. So finster wird es schon nicht werden. Ja, gestern hat mir das Wetter und ein Besuch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte ja gestern einen Overnight eigentlich machen. Aber da hat sich Besuch auf die Nacht angekündigt, aber es war sowieso, das Wetter war Katastrophen. Ja, der PCB macht einen Job, das funktioniert. Wasser brodelt, also quasi es raucht einmal, muss ich sowieso nicht kochen. Das reicht vollkommen. So, den nehmen wir mal runter. Dann lassen wir fertig brennen. Käfchen rein, ich habe da daheim schon zusammengemischt mit Kaffeeweißer und ein paar Süßstoff. Jawohl.
Jo, Freunde, in dem Sinn. Natürlich meine Krankensesseln wieder die ersten, die hoffe, dass bald wieder am Darm sind. Und dann an den Rest. Prost, Freunde. Ja, es ist keiner aus der Bierlette, aber ich werde es überleben. So, auch die Lackerl. Jo, das war's. Im Hintergrund hört man die Glocken, es ist 16 Uhr. Bim, bam, bim. Ja, ich pack zusammen und außer am Hauptweg und dann Richtung Retour wieder. Also, bis gleich. Mist nehmen wir natürlich auch mit. Blech wieder einer. Zur Gummi drüber. Picobello. Und fertig zusammen einmal. So, alles wieder zusammengeräumt. Heute brauche ich nicht viel putzen und Abmarsch. Der Weg war wieder was für Mädels mit Stecklschuh. Ja, Freunde, ich werde mich gleich da von euch verabschieden, bevor es ganz finster wird. Es ist jetzt 10 nach halber 5, also 16.40 Uhr. Und ein bisschen hell ist noch. Den Weg, was ich noch habe, sind 1,5 Kilometer, also nichts mehr Besonderes. Die Strecken zeigt da sicher keine Besonderheiten mehr. Und in dem Sinn sage ich wieder Dankeschön fürs Mitlaufen und danke fürs Dabeisein. Schönen Tag, schöne Wochen und Servus die Mann und pfiat euch die Buben.